Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Video hier auf meinem Kanal. Heute werden wir uns dem Erstellen von Video- und Tondateien für eure eigene KI widmen. Und ja, das erste, was wir brauchen, ist DaVinci Resolve 17. Und da will ich auch gleich mal sagen, wenn ich 150 Likes auf dieses deutsche und auch das englische äquivalente Tutorial bekomme insgesamt, dann werde ich ein DaVinci Resolve 17 Editing Tutorial machen. Wie ich selbst meine Videos editiere und was ich so bisher gelernt habe über das Tool, ist auf jeden Fall das Freeware-Tool, was es gibt, was so mit die meisten Möglichkeiten bietet, was so wahrscheinlich das Beste auf dem Markt ist, was man frei erhältlich bekommen kann. Genau, und da gucken wir uns einfach mal rein. Das ist das Erste, was wir brauchen. Das downloadet ihr, da geht ihr auf die Seite, klickt auf Download Now, geht hier auf DaVinci Resolve Studio 17, das ist das, was ihr braucht, klickt Windows und dann einfach Download Only, ihr braucht hier gar nichts ausfüllen, macht euch da keine Sorgen. Kriegt das Ding runtergeladen, installiert es. Sollte das funktionieren? Wenn es nicht funktioniert, schreibt in die Kommentare oder sucht euch selber eine Anleitung, wie es installiert wird. Es geht auf jeden Fall. Ich habe es auch hingekriegt. Genau, dann öffnet ihr das, nachdem ihr es installiert habt. Ja, das dauert immer mal ein bisschen. Und das Erste, was ihr seht, ist so ein Projektding und ihr erstellt einfach ein neues Projekt. Ist völlig egal, wie ihr das nennt. Das werdet ihr wahrscheinlich eh nicht speichern. Ist ja nur ein kleines Big-Video, was ihr erstellt. Dann kommt ihr auf so eine Page. Und wichtig bei Resolve, es gibt hier unten diese Tabs. Und wichtig für uns ist nur Edit-Tab und Deliver-Tab. Deliver-Tab später, um das Video zu erstellen. Edit, um alles einzustellen, wie ihr es gerne haben wollt. Und ja, wir suchen uns jetzt einfach irgendwo einen Clip von was auch immer ihr aufgenommen habt, wie ihr euch Videos aufnehmt und downloadet. Das findet ihr sicher auch selber raus. Aber ja, wir haben jetzt einfach irgendeinen Clip. Change Project Framerate, da immer auf Change drücken, sodass ihr immer die Project Framerate von dem Clip habt. Dann editiert ihr das, indem ihr das hier auf die Timeline zieht. Manchmal funktioniert das nicht beim ersten Mal, wartet ein bisschen. Dann passt das. So, ich habe jetzt hier einfach einen Videomitschnitt gemacht von einem anderen YouTube-Video von Linus Tech Tips. Vielleicht kennt das der eine oder andere. Und das Erste, das Wichtigste ist, ihr wollt keinen Sound. Ihr macht den Sound weg. Und zwar rechtsklick, Link Clips und dann das Ding aktivieren und Backspace, das ist dieser Pfeil zurück zum Entfernen, das Ding unten entfernen. So, als Nächstes wollt ihr, ganz wichtig, einstellen, dass das Ding auf der richtigen Auflösung ist. Und da geht ihr auf Projektsettings, oben bei File, Projektsettings oder Datei, Projektsettings, Projekteinstellungen und da Master Settings und dann oben bei Custom stellt ihr 128x128 ein. Das ist die Größe für eure Big-Datei später. Ja, dann sieht das Ganze natürlich scheiße aus jetzt. Aber ist gar nicht so wild, denn wir zoomen rein. Das sieht jetzt aus wie der Bär, ne? Von Pilaf. Vielleicht kennt jemand Prinz Pilaf, hat einen Bären erstellt als KI. Aber wir wollen gar nicht Luke, wir wollen Linus. Deswegen können wir hier bei Inspector, Video, Transform, können wir zoomen. Können wir reinzoomen. Könnte ich hier quasi reinzoomen. Und wir wollen auf die Position von Linus. Und das ist der Dude hier. Internet-Meme, Funny Guy, in der Tech-Community aktiv. Auf ihn reingezoomt. Und ja, gucken wir uns einfach mal an, wie das aussieht, das Ganze. Das ist im Prinzip hinterher eure Big, die dann abgespielt wird. Und ja, die ist ein bisschen lang. Damit ihr die cuttet, geht ihr einfach unten auf da, wo ihr abschneiden wollt. Drückt STRG und B. Und dann wird das hier gecuttet. Und dann könnt ihr einfach das entfernen hier hinten. Und hier wollen auch erst hier anfangen, meinetwegen. STRG B und entfernt das hier vorne. So, jetzt haben wir das. Schieben wir es ganz nach links. Perfekt, jetzt sehen wir hier, okay, das ist ungefähr 5 Sekunden lang. 3 bis 5 Sekunden Big lang ist ungefähr gut. Genau, als Nächstes, ihr habt jetzt hier alles eingestellt, wollt ihr das rendern. Und da wählt ihr einfach MP4 aus. Ich nehme immer MP4, MP4 ist am besten kompatibel mit allem möglichen Scheiß. Deswegen MP4 schadet auf jeden Fall nichts. Hier Resolution, Custom ist wichtig, 128x128. Und dann müsst ihr dem Ganzen noch einen Namen geben und wir rendern das jetzt mal einfach in einen extra Ordner, damit wir es wiederfinden. Und wir nennen das jetzt big.mp4. Und dann drückt ihr unten auf Add to Render Queue. Und dann seht ihr hier rechts so einen Button, der heißt Render All und da drückt ihr drauf. Bam, fertig. Ja, das ist das Video, was ihr dann in dem Spiel im Prinzip abgespielt kriegt, statt eurem Charaktervideo. Genau, ihr könnt natürlich noch ganz viele erstellen. Jeder Charakter hat eigentlich so 4 Videos. Aber wir kommen jetzt erstmal zum nächsten Tool und zwar Format Factory. Format Factory ist wichtig. Damit wandelt ihr einen Dateitypen in ein anderes Format um, wie ihr das gerade lustig seid. Genau, wir nehmen jetzt hier Format Factory, einfach da draufklicken, Produkte herunterladen, Format Factory auswählen
Dann wird die neue Seite geöffnet, drückt ihr auf Download, dann könnt ihr das wieder installieren und dann öffnet ihr Format Factory. Und bei euch kann das gleich ein kleines bisschen anders aussehen. Wir wollen jetzt unter Video Sachen konvertieren zu AVI, AVI. Fügt ihr jetzt eine Datei hinzu und das wäre jetzt hier euer Video und Ausgabe in Quelldateiordner, damit ihr das dann wiederfindet, einfach in den gleichen Ordner. Ja, klickt OK, starten und dann wird das Ding zu AVI umgewandelt. Jetzt habt ihr es in AVI, jetzt kommt der nächste Schritt. Jetzt wollt ihr die RAD Bing Video Tools downloaden, das ist dieses Ding hier. Draufklicken, keine Sorge, es sieht irgendwie sehr seltsam aus. Klickt ihr auf dieses Ding, dann downloadet ihr das und dann entpackt ihr das, ich habe das schon downloadet. Ja, und dann habt ihr hier so eine ZIP. Eine ZIP-Datei 7Z, kann sein, dass ihr 7-Zip installieren müsst, das weiß ich nicht. WinRAR funktioniert hier auch. Einfach hier entpacken drücken. Und hier müsst ihr ein bisschen Passwort eingeben. Das ist RAD, das könnt ihr auch hier sehen. RAD und dann einfach entpacken, okay. Genau, jetzt habt ihr eine Exe und wenn ihr die ausführt, könnt ihr das Ding installieren. Installieren, ganz normal, macht ihr einfach. Und danach führt ihr das aus. Und dann steuert ihr hier oben in den Ordner, in dem eure Videodateis, die ihr umwandeln wollt. Das ist bereits schon passiert. Und ihr wählt die AVI-Datei aus. MP4 funktioniert nicht, funktioniert nur AVI. Und dann unten links dieser Button Bing It anklicken. Rechts auf Bing und das ist schon alles eingestellt, müsst ihr euch überhaupt keine Sorgen machen. Dann und fertig. Jetzt habt ihr eure Big-Datei, big.big. Jetzt ist nur noch wichtig, dass ihr die richtig benennt, damit ihr die in eurem Charakter austauschen könnt. Und da gucken wir jetzt als nächstes rein. Hier ist der Bings-Ordner in eurem Installationsverzeichnis von Strong and Crusader, ist der Bings-Ordner entscheidend. Und genau, dieser Bings-Ordner, da geht ihr rein und da gibt es jetzt von allen Charakteren Bings. Zum Beispiel Visier wäre von Vazir. WF Bings wären von Wolf und da seht ihr auch, welche Bings ihr zur Verfügung habt, die ihr austauschen könnt. Wie die genau aussehen, kann ich euch nicht sagen. Eventuell gibt es hier irgendwie eine Möglichkeit, das zurück umzuwandeln, das weiß ich nicht genau. Ich glaube, Convert File oder sowas kann man hier machen. Ist aber nicht so wichtig. Ihr wollt einfach für jeden Charakter einfach der Beschreibung nach einfach hier ein paar Files einfügen. Wenn ihr genau wissen wollt, welcher File zu welcher Voiceline abgespielt wird, geht ihr in den Discord, da hat Nevikov eine Tabelle gemacht, da wird gerade zusammengetragen. Wer wann wie was abspielt, das wissen wir selber noch nicht so genau. Und ja, wir machen jetzt einfach mal als Beispiel, nehmen wir mal den Abbot. Und angenommen, ihr habt jetzt 4 Big-Dateien erstellt, wir machen jetzt 4-mal die gleiche, ist ja nicht so wichtig. Dann wollt ihr im Prinzip die so nennen, wie euer Charakter die hat. Hier bei Abbot gibt es Confident, das ist glaube ich bei keinem anderen so. Die heißen auch alle unterschiedlich, deswegen ist das gar nicht so einfach. Und ja, ihr findet einfach diese Namen und wir nennen jetzt unsere Big-Datei um. Natürlich habt ihr euch ein Backup erstellt, ich überschreibe die jetzt hier einfach. Genau, so, fertig. Jetzt haben wir hier die Big-Dateien eingefügt und jetzt werden die im Spiel abgespielt, wenn ihr vom Abbot eine Nachricht kriegt. Ja, was als nächstes? Wir wollen jetzt als nächstes eine Sounddatei einfügen und da wollen wir natürlich auch für den Abbot was einfügen und das geht unter FX Speech. Und hier sind die ganzen Dateien. Und der Abbot ist im Prinzip hier AB abgekürzt am Anfang. Die haben immer solche Abkürzungen. AB Unterstrich, wenn wir jetzt AB Unterstrich suchen, finden wir alle Sounddateien vom Abbot, also vom Mönchen quasi, von dem ja, letzten Charakter, vom Charakter 16. Ja, wir wollen jetzt aber einfach nur mal eine ändern und das ist mal Abbot Ad Player, glaube ich. Ja, ich habe die vorher schon mal geändert gehabt, um auszuprobieren. Aber wir machen mal Kickplayer. Wir machen mal Abbot Kickplayer. Nein! Und dann machen wir noch Abbot Ad Player und die beiden ändern wir. Da könnt ihr einmal selber Sounddateien recorden. Das geht zum Beispiel mit Audacity. Sehr, sehr gute Sound-Recording-Software. Da könnt ihr alles Mögliche recorden. Könnt ihr auch den Desktop-Sound recorden. Aber ihr könnt auch eure eigenen Sachen, eure eigenen Sounds recorden. Und ja, einfach hier oben das Mikrofon einstellen, hit record. Oh, ich bin der Abbot und ihr habt mich hinzugefügt, was für ein Scheiß. Okay, jetzt habe ich aber einfach mal was aufgenommen. Und dann könnt ihr hier Sachen, die euch nicht laut genug sind, nochmal normalisieren. Einfach die Sachen auswählen, die ein bisschen weniger laut sind, Effekte. Normalisieren und dann hier zum Beispiel minus 1 Dezibel. Dann werden die ein bisschen aufgepeppt. Ich bin der Abbot und ihr habt mich hinzugefügt. Was für ein Scheiß. Genau, das hört er. Funktioniert auf jeden Fall. Und dann geht ihr hier oben auf Datei, exportieren, als WAV exportieren. WAV ist im Prinzip immer das Dateiformat. Und wir wollen jetzt
Adplayer ersetzen, so heißt die Datei. Das habt ihr natürlich vorher nachgeguckt, welche Datei ihr ersetzt. Wir haben auch noch einen weiteren Clip, den Clip, den wir eben bearbeitet haben. Den wollen wir auch nochmal umwandeln. Wir wollen vielleicht einfach mal eine andere Sounddatei haben. Und da gehen wir hier in Format Factory auf Audio und machen zu WAV, das ist hier unten, Datei hinzufügen. Und wir können ja jetzt einfach mal unseren Clip nehmen. Das müsste der sein. Wir brauchen eigentlich auch gar nicht Datei hinzufügen, weil wir können ihn einfach hier reindragen. Und Ausgabe in Quelldateiordner passt und machen einfach mal starten. Und jetzt haben wir hier einen Linus-Clip.wav. Und diese WAV, die adden wir natürlich auch noch in unserer Collection. Und die nennen wir jetzt Abbott Kick Player 01. Ja, schauen wir nochmal kurz nach, dass die Namen stimmen. Ab Kick Player 01 und ab Add Player 01 müsste ja auch sein. Hier, Add Player 01. So, das wird jetzt im Prinzip überschrieben. Ups. Indem wir einfach diese zwei Dateien nehmen, einfügen, Ctrl-C, Ctrl-V, Dateien im Ziel ersetzen. So, und wenn wir jetzt das Spiel starten, das machen wir mal kurz. Und jetzt fügen wir einfach mal nur den Abt ein und gucken einfach mal, was passiert. Oh, ich bin der Abbot und ihr habt mich hinzugefügt. Was für ein Scheiß. Und wenn wir ihn wieder kicken. Wow, I'm sure someone's gonna dig up this clip years from now and find a way to make me super wrong about this. Genau, haben wir Linus Tech Tips Voice, die wir eingefügt haben. Genau, so funktioniert das. Und ich habe mal kurz die Sounddatei nochmal runtergestellt und gucken einfach mal, dass wir eine Nachricht von ihm bekommen. Und dann wird die GIF, also die Big-Datei unten abgespielt. Das sehen wir dann gleich. Und da ist auch schon die erste Nachricht. Den jetzt hier Linus Tech Tips redet mit uns und sagt uns genau, was Sache ist. Und ja, das war's auch schon von mir. Denkt dran, wenn ihr dem Video ein Like gebt und vielleicht auch noch dem Englischen, insgesamt 150 Likes, dann mache ich ein DaVinci Resolve Tutorial, wie man so insgesamt einfach Video-Editing macht. Ja, ich hoffe, das hat euch alles was gebracht hier und wenn ihr noch Fragen habt, schreibt es in die Kommentare und lasst ein Abo da, Like, wie auch immer. Bis zum nächsten Mal.